2019? Ja, moin Leute, Chris wieder hier. Tach, wer hätte das gedacht? Da verpennt man mal 200 Monate, schon nochmal 2019 und das neue Video ist draußen. So schnell geht's. Ja, und ihr seht's, ein neues Jahr, ein neuer Look und Neuigkeiten, was meinen Lowbotch DIY Straßenrand Campingausbau angeht. Aber da verrate ich noch nicht zu viel. Bleibt schön dran, nach dem Intro gibt's mehr Neuigkeiten. Denn ich war letztes Jahr ein bisschen angeschlagen, ich musste eine kurze Auszeit nehmen, gezwungenermaßen. Deswegen geht es dieses Jahr erst ein bisschen verspätet weiter mit meinem Fahrzeugprojekt. Ich zeige euch jetzt als allererstes mal, was ich letztes Jahr noch so gemacht habe im Herbst, was ich da reingezimmert habe. Und dann erfahrt ihr, welche Wendung das ganze Projekt genommen hat. Also ihr dürft schön gespannt sein, in der Mitte des Videos gibt es Neuigkeiten. Ihr seht es jetzt, das ist die Art Verbindung, die ich mir vorgestellt habe. Hier was ausgesägt, da was ausgesägt. Hier mit ein bisschen Leim und Schrauben. Mindestens zwei Schrauben hier rein, Leim dazwischen. Und dann soll das halten. Ist bei weitem nicht das Maß an Perfektion, wie man es so wünscht, aber reicht eigentlich aus. So, die ersten Puzzleteile sind schon fertig. Habe ich zugesägt, ausgeschnitten. Und jetzt seht ihr schon den ersten Teilrahmen. Mal ein bisschen Vorrang gemacht, ne? Nicht so viel gefilmt, mehr machen. Das ist das Zwischenergebnis. Der Rahmen ist fast fertig. Hier ist das, was ich meinte. Hier ist die unteren Ebene keine Kante. Und ja, hat soweit ganz gut geklappt. Eine Sache ist mir noch passiert. Da habe ich mich sehr geärgert. Ich präsentiere Le Malheur. Hier schön aufgeplatzt. Das hat mich geärgert. Ansonsten bin ich recht zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hätte jetzt gerne noch eigentlich mindestens eine Platte oben draufgelegt, mal zurechtgeschnitten draufgelegt, um zu gucken, wie es passt. Aber da reicht die Zeit nicht mehr für. Von daher, nächstes Mal. Ja, mit dem Ergebnis war ich bis jetzt soweit ganz zufrieden. Aber ich zeige euch jetzt hier mal kurz ein paar Bilder. Und zwar, wie ihr seht, habe ich feststellen müssen, dass mein Hardtop, das Dach meiner Ladefläche, undicht ist. Zwischenzeitlich stand hier hinten in der Ecke der Ladefläche eine richtig ordentliche Pfütze. Das stand richtig unter Wasser, das Holz. Es ist einfach hinüber. Ja, ich vermute, dass hier oben an der Kante dieser Dachbefestigung eines der Schraubenlöcher wahrscheinlich nicht ganz dicht ist. Da ist kein Gummistopfen drin und vermutlich ist hier durch das Wasser reingesickert und innen drin entlang gelaufen, runter in die Ladefläche. Das heißt, alles, was ich bisher hinten reingezimmert habe, ist jetzt für die Tonne. Ich werde das Holz rausnehmen, ich werde mir die schönsten Stücke, die noch gut sind, raussägen, auf die Seite legen und dann wird das Ding lang gemacht hinten. Erstmal wird die Ladefläche leergeräumt und dann werde ich euch noch ein paar andere schöne DIY-Bastelprojekte von mir zeigen. Also, wir gehen jetzt raus auf die Straße und zersägen. Ja, also da sind wir nur draußen am Auto. Hier ist das Gestell, das eigentlich schon fast fertig war. Und ja, es ist extrem ärgerlich, aber jetzt werden wir das Ding einfach mal zerlegen. Los geht's. Ja.
Das Zerrupfen geht mal wieder schneller als alles andere. Und was besonders ärgerlich ist, wenn man den einzig passenden Bit für die Schrauben verloren hat. Ich würde sagen, es ist Zeit für neue Bitsätze. Aber ich bin gut vorbereitet, ich habe noch einen im Keller liegen. So, und da haben wir einen frischen Bitsatz. Sehr gut. Kurze Info noch, alles was ich hier benutze an Werkzeug und Material verlinke ich euch unten drunter in der Videobeschreibung. Wenn ihr interessiert seid, klickt da unten auf diesen Pfeil oder auf dieses, was ich verstehe, auf dem Desktop mehr oder so, um die Infobox aufzuklappen. Da findet ihr die Sachen. Da seht ihr, wie das angeranzt ist. Da verschmockt. Da hinten sieht man sogar noch den nassen Fleck, wo es in der Pfütze drin lag. Auch wenn drumherum die Pfütze weg war, unten drunter, ist es immer noch nass geblieben. Da hinten seht ihr es ja. Guckt euch das an. Ich habe unter dem Rahmen in der Pfütze noch was gefunden, was ich gesucht habe. Das hier übrigens das Eis, was da dran klebt. Das hier ist Eis. Ein Bohrer, zwei Bits und drei Schrauben. Wenn euch das Video übrigens gefällt, dürft ihr auch gerne mal ein Like da lassen oder auch abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, wie konnte es dazu kommen, dass das alles vergammelt ist und nass wurde? Nun, ich habe den Wagen im Sommer gekauft, da war es trocken und heiß. Da war von Regen weit und breit nichts zu sehen. Und erst als ich längere Zeit den Wagen stehen lassen musste, als ich krankgeschrieben war, hat es wirklich geschneit, geregnet und gefroren und da ist das hier halt vollgelaufen mit Wasser. Habe ich zu spät gesehen, nicht gemerkt. Und von daher schade drum, wäre ein cooles Projekt geworden und ich hätte auch wirklich gerne das Ding schon mal im Campingbereich ausprobiert. Aber das war noch nicht das letzte Projektvideo hier zu meinem Wagen. Ihr werdet immer wieder mal neue Projekte von mir sehen, die hier den Wagen betreffen. Ab und zu auch mal ein paar Handwerker-DIY-Videos oder How-To, ne? wie man es macht, Videos. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Nicht vergesst zu abonnieren und die Glocke zu drücken, falls ihr abonniert und erinnert werden wollt. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.